So, da sind wir wieder bei Subnautica. Ich nehme den Part mal früher auf. Damit er hoffentlich wieder rechtzeitig um 18 Uhr kommt, wie er kommen sollte. Und wir trinken erstmal zwei Wasser. So. Jetzt ist unser Durst voll. Dann können wir das da noch mit rüberstellen. Und sortieren wir unser Zeug herum. Wir könnten mit unserem Schweißergerät theoretisch zum großen Schiffchen gehen, aber es besteht halt immer die Gefahr, dass ein Reaper uns tötet. In Kommentaren hat einer gemeint, dass ein Reaper mal direkt vor ihm gespawnt ist seit dem Patch, was jetzt nicht unbedingt die geilste Situation wäre, weil ich immer noch nicht sicher bin, was passiert, wenn man stirbt. Auch wenn es bestimmt schon jemand mal wieder in die Kommentare geschrieben hat, aber ich übersehe gerne mal alles, was existiert und da ist. Im schlimmsten Fall können wir einen Reaper mit dem Stasi-Gewehr treffen und der wird verlangsamt, ne? Und wir haben übrigens eine super coole Kombi. Unser Seegleiter ging nicht leer, weil die Flossen ihn immer wieder so schnell aufgeladen haben. Also können wir so gesehen unseren Gleiter da unendlich benutzen. Kann man die irgendwie reparieren? Könnt ihr mir mal noch schreiben. Das wäre noch sehr interessant zu wissen. Ansonsten habe ich ja in dem H2O-Trailer übrigens auch noch eine Insel gesehen. Und ich wollte, bevor ich überhaupt irgendwas Dummes mache, mir vielleicht auch schauen, dass ich das den Zyklopen mir mal baue. Es war ja alles nicht so unerreichbar. Plastahlen kriege ich auf jeden Fall hin, da brauche ich aber noch ein bisschen Zeug aus dem Loch da unten. Und emailliertes Glas ist auch überhaupt nicht schwer. Also die beiden Sachen brauche ich ja dafür. Also ich glaube, wir setzen uns jetzt an Projekt Zyklop. Weil soweit ich weiß, schwimmen wir erstmal mit der Mod hin. Und einer meinte, die Leiter und die Luke haben Position getauscht hier drin. Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt. Die haben Position getauscht, die beiden Sachen. Ich war nämlich immer auf der Seite runtergegangen und dann nach oben geklettert. Ja, vielleicht, dass man die Rettungskapsel eher sieht oder so. Keine Ahnung. Dieses Handsymbol, das stört mich. Man kann die gar nicht rausnehmen. Ich klicke wie ein Wahnsinniger. Okay. Sehr, sehr seltsam. Naja. Wir suchen uns auf jeden Fall jetzt noch schnell ein bisschen Lithium. In den Kommentaren hieß es erst ganz oft, dass es Lithium benannt wird. Und ein anderer Kommentar hat allerdings geschrieben, dass das ein weit verbreiteter Fehler im deutschen Sprachgebrauch ist. Ey, der fahrt doch nicht genau über meinem Loch hier rum. Und ich weiß, dass das Viech harmlos ist. Müsst ihr mir nicht schreiben. Ich gehe trotzdem nicht nah ran. Weil... So, gehen wir erstmal hier hin auf die Höhe. Zack. Zack, zack, speichern. Ja, würde ich im echten Leben auch nicht machen, wenn ich weiß, dass irgendein Viech sicher ist, gehe ich für mich trotzdem nicht nah dran, um zu verrecken. Bin ja nicht wahnsinnig. So, jetzt sind wir wieder hier. Hier, wo wir nichts sehen. Und auf der Jagd nach wilden Erzen sind. Ich könnte ja theoretisch, weil ich gerade hungrig bin, einfach die töten und essen, ne? Joa. Weil die Erze sollte ich trotzdem einfach mit der Hand abbauen. Also ich bin mir jetzt komplett unsicher, wie ich es aussprechen soll, weil einer meinte, ich habe es Gott sei Dank als einziger Mensch der Welt richtig ausgesprochen. Aber daraufhin meinten andere, ich habe es... Dieses Messer ist echt ein geiles Gerät, muss ich mal kurz dazu sagen. So, speichern. Ich habe immer noch natürlich panische Angst und speichere alle paar Sekunden, aber... Daran habt ihr euch bestimmt schon gewöhnt. In diesen Pilzen gibt es diese Würmer drin, die ich mal gesehen habe. Die wohnen in diesen Pilzen. Also die können da einfach mal ab und zu rausgucken und dann angreifen, aber ansonsten scheint es hier unten ziemlich sicher zu sein. Da unten war gerade so ein I in der Ecke für Information, aber naja, wird schon alles okay sein. Was sagt denn dieses Info-I, was da die ganze Zeit aufblinkt? Ich habe. Habe ich so einen von denen auch hier oben? Oh, hier sind natürlich andere Viecher. Seht ihr Oculus? Alter, ich habe endlich eine Oculus Rift. Vielleicht heißt dieses I auch, dass ich langsam zu tief bin. 250 Meter wollte ich auch nicht nach unten.
So, nehmen wir dich. Naja, ist sowieso bald wieder leer, das Ding. Trifft sich ja dann ganz gut. Muss ich es eh nicht mit einer Batterie aufladen. So, wir gehen mal wieder hier ein bisschen nach oben. Und tanken mal hier kurz ein bisschen Luft. So, Captain holt ein bisschen Luft. Und leuchtet die Viecher an. Gehen wir dann als nächstes mal in die Richtung, würde ich sagen. Dauert halt ein bisschen, bis die Luft voll ist, aber... Naja, besser als nach an die Oberfläche zu tauchen. Und ich brauche dann unbedingt mal die Andockstation dafür. Die ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich die finde. Zack, zack, zack. Danke. Speichern. Ja, wir wollen ja nicht sterben. Trotz allem. Ich kann so ein Ding mal scannen. Wenn ich mit dem Ghetto Blaster draufballer. Oh. Ich hatte sogar schon getroffen. Habe ich meinen Scanner noch dabei? Ja. Quallenrochen. Okay. Nicht berühren. Da schwimmt er schon wieder schnell rum. Ich glaube, da unten habe ich gerade so einen Wurmi gesehen. Naja. Schwimmen wir mal nicht zu weit über die Lavalöcher. Ja, ja, verbrenn mich noch. Bei lebendigem Leib. Lithium. Ach, jetzt bin ich echt komplett verwirrt, wie ich es aussprechen soll. Ich sag jetzt einfach weiter Lithium, weil der eine mich so gelobt hat dafür. Der klang nett. Die anderen haben nur gesagt, ich mach was falsch. Dann höre ich auf den, der nett zu mir war. So macht man das doch, oder? Okay. Wie viel Lithium haben wir jetzt? 1, 2, 3. Oh gut. 6 Stück. Ich wollte eigentlich 2, 3 holen. Okay. Na gut, hier unten ist es ziemlich chillig, ne? Gibt es ja nicht so viel Gefährliches. Na, dann gehen wir mal wieder. Entschuldigung? Achso, ich dachte schon, ich habe Schaden gemacht, aber nö. So, jetzt müssen wir erstmal vorsichtig raus, weil jede Berührung ja wirklich Schaden macht ab der Tiefe. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt müssen wir dort lang. Mit dem Brumsemobil. Ich schau mal, wenn man mit dem Fahrzeug hier hinschwimmt, packt einen hundertprozentigen Reaper. Also so gut wie 100%, weil die haben so einen Fetisch für Seemotten. So. Ich brauche noch ein paar Zähne von euch dann. Naja. Mission Zyklop. Titanbarren habe ich einen. Okay. Ich mache mir jetzt erstmal einen Schrank für Gold. Das ist dann mein Goldschränkchen. 2 Quarz. Ja, ja, deine Mutter ist ein New Creature. Glas brauche ich sowieso 1. Erstmal. Ich kann sogar schon ein emailliertes machen. Aber nein, 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 nein. So, dann den Bauer auf die 3. Ich habe schon wieder zu viel Stuff dabei. Bauer brauche ich gar nicht, wenn ich unterwegs bin. Und dann hier ein Schränkchen. War der gerade irgendwie breiter? Habe ich mir das eingebildet? Vielleicht. Passt ja noch durch, wenn ich hier nochmal einen hinmache, oder? Bestimmt. So, du bist mein Goldschrank. Und hier packe ich den Oculus rein. So. Ja, der Oculus scheint ein Verwandter von dem anderen hier zu sein. Sehen sich sehr ähnlich auf jeden Fall. Aber der eine hat so einen Schnabel, so eine kleine Spitze vorne und der hier nicht. Ah, der hat gar keinen Mund. Hat aber ein krasses Auge.
So, Gold, 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 Gold. Zack. Werkzeugschrank. Ihr Bauer wegpacken. Taschenlampe wegpacken. Es ist so viel Stoff, was man mitschleppen kann, ne? Den Scanner habe ich noch ausgerüstet. Messer habe ich noch ausgerüstet. Schweißgerät. Piu Piu Ding. Okay, jetzt habe ich 5 Sachen dabei. Perfekt. Gold, 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 Gold. So, wo ist noch Gold drin? Da. Jetzt brauche ich schon einen eigenen Schrank für Gold. Das droppt aber auch irgendwie alle 2 Sekunden. So, und jetzt gehen wir gleich Titan sammeln. Also wir müssen eigentlich einiges sammeln, weil wir halt echt viele Titanbarren brauchen. 5, glaube ich, war es. Wir brauchen 5 Plastahlbarren, um uns unsere Wünsche zu erfüllen. Hä? Achso, ich habe den Barren nicht mitgenommen. Ich gucke aber gleich nochmal nach oben um das Rezept und schreibe mir das Rezept hier in der Textdatei auf. Weil ich will ja nichts falsch machen. So, durch mal die hier reinpacken. Jetzt habe ich hier Sachen, die man gar nicht mehr haben sollte. Kann ich die droppen? Rein aus Interesse? Kann ich die droppen und dann scannen? Nein, die existieren einfach nicht mehr. Die verschwinden einfach, wenn man sie droppt. Okay. Ja, ja, Captain ist back. Habe ich schon Gary-Fisch hier drin? Nee. Okay, man kann eh nicht alle Fischarten in ein Ding packen. Wie viel Lithium habe ich denn noch? Oh. Ist noch gesund. Okay. War wirklich noch gesund. Titan habe ich hier noch 2. 2. Toll. Dich wollte ich mitnehmen. Wir packen mal kurz das Stasi-Gewehr weg. Glaube ich. Weiß es gar nicht. Würde gerne irgendwas wegpacken. Beides vielleicht. Packen wir mal kurz beides weg. Sind wir mal ein bisschen langsamer gerade. Speichern und jetzt gehen wir ein bisschen Titan sammeln. Und vorher baue ich noch diese Station oben auf und guck, mach mir mal meine Liste. Damit wir uns nicht hier zu Tode sammeln. Ich will mal in den Tunnel hier laufen, ne? So. So, ja, das sollte passen. Klettern. Fahrzeuge, Zyklop. 5 Plastahl, 5 emailliertes Glas. Das ist echt nicht so schwer zu bauen, das Ding. Wenn man sich auskennt, wird das Spiel echt angenehm. Oh, ich habe vergessen, dass man hier in dem Biom nichts mehr sieht. Was denn, jetzt schleppe ich das Schweißgerät mit. Okay, ich bin so lang. Ich hol die Seemotte und meine Taschenlampe, besonders jetzt, wo es Nacht wird. Vielleicht lade ich die Seemotte auch auf, weil dann habe ich da Licht. Weil wenn sie leer ist, kriege ich, glaube ich, nicht mal Licht angezeigt. Alter, wie cool das aussieht, wenn die Seemotte da drauf leuchtet auf meine Basis. Voll ungewollt. Obwohl, der Gang ist da auch voll düster. Schweißgerät kann man weg. Und ich nehme die Taschenlampe und die Seemotte mit. So. Dich hätte ich aber gerne auf der 5. Sagte nur, vielleicht lade ich sie auf. Nicht, dass es hier ein Versprechen wird. Da liegt ein Zähnchen. Ich weiß jetzt, wie sie aussehen. Ich habe mich auch nochmal hingewiesen, dass ich ein paar übersehen habe im Part. Ich brauche hier gar nicht so, so viele. Also eigentlich schon, aber... Gegenstände, die droppen, bleiben ja unendlich liegen. Und da mein Lager direkt hier neben so einer... Genau, das meine ich. Guck, es funktioniert noch, aber ich habe keine Taschenlampe mehr. Deswegen kann ich auch ab und zu zur Taschenlampe wechseln. Weil die verliert irgendwie gar keine Batterie.
Huch. Warum ich dich denn schon? Ey, bei Nacht kann man echt nichts machen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir skippen die Nacht, aber nö. So. Das Metallschrott. Die sind aber auch verschieden groß, die Pirscher, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich sehe nichts halt, ne? Es ist einfach so dunkel. Wie in einem Horrorspiel fast schon. Bloß, dass die Pirscher jetzt nicht so gefährlich sind. Die machen zwar gerne mal Schnapp, aber das war's dann auch schon. Ja, kannst du aufhören zu laggen. So finde ich auf jeden Fall keine Pirscher-Zähne, wenn es so dunkel bleibt. Besonders, ich habe ja im letzten Part darüber geredet, dass ihr als Zuschauer gerne öfter Sachen seht, weil ihr euch nicht auf alles so konzentrieren müsst wie ich. Und schon steht in den Kommentaren, hey, du hast bei Minute 12:35 da links unten in der Ecke einen Pirscher-Zahn übersehen. Danke. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. War da gerade ein Erz? Naja. Schau ich mal da mit nach oben. Ist dieser Mond jetzt eigentlich immer da? Der ist verdammt nah über der... Also der sieht nicht aus, als wäre der weit weg. Der ist ziemlich nah, oder? Naja, gucken wir mal weiter, ob wir irgendwas finden. Oder gibt es irgendwas Klügeres, was wir mitten in der Nacht machen können? Bin mir nicht sicher. Schweberlinge machen echt seltsame Geräusche, aber so einen brauche ich noch, oder? Für meine Sammlung. War das ein Pirschergeräusch? Kein Schimmer. Gut. Ja. Oh. Das hätte ich mir irgendwie denken können, dass mein Inventar recht schnell vollgehen wird. Naja. Batterie austauschen. Bip, bip, bip. Batterie austauschen. Bip, bip, bip. Naja, alles easy. Dieses Ding, das ist auch so ein cooles Ding. Dieses Fahrzeug. Das müssen wir einfach mit dieser Karte alleine. Das ist die Seemotte. Wie bist du? Bist du Seegleiter? Was weiß ich. Naja. Der Gleitfisch. Lecker Schmecker. So, das waren jetzt 12 Metallschrott. Ah, und sogar noch eins. Sogar noch eins? Echt, 20 Metallschrott haben wir jetzt gesammelt. Cool. Wollen wir 2 Titanbarren wiederherstellen. So. Nice. Dann brauche ich... Wo ist es denn? Da. 2 von dir. Dann haben wir schon mal 4 von 5. Das geht doch voran. Nochmal ein Plastahl. Nochmal ein Plastahl. Ein erweiterter Kabelsatz brauchen wir auch noch, ne? So, dann packen wir euch wieder da rein. Zack, zack. Hatte ich nicht da hinten noch einen? Nee. Wollte ich. Dann packen wir euch zu dem Gold mal dazu, weil ihr seid unnützer Müll. Und Gleitifisch, du kommst in mein Aquarium. Die Idee von den Zuschauern halt einfach hier viele verschiedene Fischsorten reinzuhauen, fand ich nämlich irgendwie lustig. Dem kann ich nur zustimmen. Und übrigens, der Scanner ist jetzt unser Pokédex. Wurde auch von Zuschauern bestimmt. Hatte ich jetzt? Ich habe nur einen gefunden, ne? Ja. Ich glaube schon. Ich versuche halt gerade hier so viel wie möglich zu machen. So, wir haben ein Glas. 2 Glas, 3 Glas, 4 Glas. Uns fehlt Quarz, okay. Wir machen erstmal alles zu Glas einfach direkt.
Und Batterien sind eigentlich auch nicht so teuer. Wir können uns also ruhig tausende Batterien herstellen. So, emailliertes Glas 1. Emailliertes Glas 2. Dass immer hier diese Goals aufploppen. Ich glaube, das mag die deutsche Sprachversion von dem Spiel nicht so. Kommt damit nicht so gut klar. So, 2 emaillierte Gleiser. Nacht, 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 Nacht. Wir können... Warte, ich mache aber kurz noch eine Sache. 1, 2, 3. Was plus was ergibt eine Batterie? Irgendwelche dummen Materialien waren es. Säure, Pilze und ein Kupfererz. Ja. Also richtig dummes Material halt. Ja, es ist Tag. Ach, Zuschauer, wieso habt ihr nicht geschrieben, dass ich Quarz sammeln soll, wenn schon Nacht ist? So. Also die tue ich echt nicht bei mir im Schiff groß lagern. Ich meine, ich könnte tausende sammeln und irgendeinen Schrank voll machen, aber ich muss einfach nur kurz rausschwimmen, wenn ich mal Batterien herstellen will. Zwei Batterien. Das ist echt einfach das günstigste Rezept fast schon. Man macht nichts mit Kupfer sonst. Die habe ich immer da reingepackt, die Batterien, oder? Ich glaube schon. So, zwei Batterien nochmal da rein. Dann die Seemotte wieder aufladen. Piep, piep. Und ein Quarz suchen. Oh, guck mal, das ist wieder was zum Scannen. Warum liegt das so nah an meiner Basis? Naja. Ich beschwere mich nicht. Irgendwer meinte, ich möchte die Dinger scannen auf jeden Fall. Weiß nicht warum, aber ich mach's einfach mal. 2 von 5 Seemottenfragmente. So, das ist eine Quarz, was mir fehlt. Das ist doch schon mal schön. Aber eigentlich kann hier auch mit Heilschrott rumliegen, oder? Ja, da liegt ja schon welcher. Welcher ist gut? Das Inventar gleich wieder voll. Habe ich aber mehr gefunden als in dem grünen Gebiet. Wo ist eigentlich Thaddäus hin? Hier ist doch immer Thaddäus rumgegurkt in der Nähe. Oder täusche ich mich jetzt komplett? Ich hab's gesehen, aber ich schwimme einfach schnell dran vorbei. So. Jetzt haben wir das Quarz und den Metallschrott. Kriegen sogar nochmal Wasser hinterher geworfen. Inventar voll. Okay. So viel zu dem Gedanken, dass wir... Also ich glaube, der Zyklop ist gegenüber dem Reaper sicher. Das wäre richtig cool, dann können wir einfach auf die sicherste Methode zu dem großen Schiff hinter. Weil jetzt die Club zu groß ist, um vom Reaper gepackt zu werden. Also vielleicht werden wir angegriffen. Aber damit kann ich leben. So, ich packe mein Messer übrigens jetzt mittlerweile immer weg, bevor ich zu Schränken gehe. Wir hatten noch irgendwo einen Quarz jetzt hier gelagert. Ja, so kann ich ja nicht nehmen. Ja, das Motto kurz mal wegpacken. So. Plastall haben wir 4, ne? Brauchen wir eh nicht so viel Titan. Aber egal, haben wir wieder ein bisschen was über. So. Davon ein. Dann ein Lithium. Oder Lithium oder ach, was weiß ich. Und ein Plastall. Zack. Habe ich mir diese scheiß erste Verbesserung von euch so gemerkt, dass ich jetzt für immer mein restliches Leben falsch aussprechen werde. Danke. So, jetzt haben wir 5 davon. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, jetzt brauchen wir Zähne. Jetzt ist ja auch Tag draußen, jetzt kann ich suchen. Zähne brauche ich noch. Achso, wir brauchen eh noch Quarz für die Gläser. Nee. Quatsch. Oder? Quatsch. Quatsch. Hier haben wir noch ein Glas. 1, 2 Glas. Ja doch, haben 5. Okay. Glas. So, hier rüben kommt dann mein Titan rein. Und Silbererz. Und das Salz war hier.
Dann können wir Fische lagern. Und der Pilz kann auch rein. So. 3 Zähne brauchen wir. Okay. Da nehme ich mein Mädchen wieder mit. Packt es mir kurz wieder auf die 5. Speicher mal zwischendurch. Sollten ein paar Fische auch noch zwischendurch essen, wenn wir es schaffen. Und suchen jetzt mal nach weißen spitzen Zähnen, die in der Landschaft herumliegen. Da vorne. 1. 2. Richtig gut, dass meine Basis einfach daneben ist. Deswegen haben die ganze Zeit ihre Zähne abgebrochen. Da. 3. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass ich hier länger gucken muss. Ich will den Zyklop in diesem Part fertig... Alter, wisst ihr, was ich an diesem Projekt richtig liebe? Dass ich in jedem Part mir irgendwas vornehme und es schaffe. Ich fühle mich so produktiv dann immer in den Parts. Ich denke immer auch, nee, jetzt muss ich einen Part aufnehmen. Bestimmt schaffe ich nichts und dann hassen mich wieder alle. Aber ich schaff's einfach. Sagt er jetzt und jetzt hat er irgendwas zu wenig gleich. So, ich mache das Glas. Ey, ich brauche doch bestimmt eh gleich nochmal ein bisschen Quarz. Für den erweiterten Kabelsatz da. Oder sowas. So, 1, 2, 3. So, 5 davon, 5 davon. Sind es 5? Ja, okay. Nicht, dass ich mich hier verzähle. Brauchen einen Computerchip. Ein Quarz. 2 Tischkorallenproben und ein Silbererz. Okay, die Tischkorallenproben muss ich auch sammeln. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich keine mehr habe. Und ein Quarz muss ich jetzt bei Tag finden. Die wohl schwerste Challenge des Tages. So. Ich speichere mal übrigens zwischendurch, weil wir irgendwie sehr hungrig sind. Vielleicht finde ich auf dem Weg auch einen Garyfish. Das wäre ganz cool. Warum reden die vom Fabrikator hier unten? Naja. Kochter Blasenfisch. Stellt auch ein bisschen was her. Und löscht den Durst. Ich dachte gerade, was macht er denn mit dem Tablet? Warum schlägt er damit nach vorne? Das hat wohl nur ein bisschen rumgespinnt. So, da habe ich das Quarz. Braucht ihr noch was außer einem Quarz? Ich glaube nicht. Ich guck gerade noch mal, ob ich vielleicht noch einen Quarz sehe. Wäre ganz nett. Ich will nämlich nicht immer so Mangel an Quarz haben. Ah, perfekt. Ein Quarz. 2 Quarz. 3 Quarz. 4 Quarz. Die Dinger machen ja scheinbar nichts. Oder sie waren durch mein Ding paralysiert. Whatever. Scanny, Scanny. Und das ist das 3. von 5, glaube ich. So. Und auf nach Hause. Da ist noch ein Quarzel gelegen. Und ausgequarzt. Langsam. So langsam kenne ich mich auch hier so ein bisschen aus. Also ich weiß zumindest, dass wenn ich nach da schwimme, komme ich zu diesem großen Loch. Wenn ich der Linie folge, komme ich in die Untergrundhöhle. Da ist der grüne Wald. Manchmal versteht ihr, glaube ich, auch gar nicht, was ich sage. Viele zumindest. Schreibt mir gut, hä, da ist das doch gar nicht. Aber ich meinte ja was ganz anderes. Silbererz. Haben wir alles noch? Wir haben auch so fleißig gesammelt. Computerchip. 2 Gold. Ach Mensch. Haben wir noch 2 Gold? Erweiterter Kabelsatz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Sache fehlt mir, glaube ich. Und ich weiß nicht was. Deswegen gucken wir nochmal nach. Ich wollte mir eigentlich eine Liste machen, aber gut. Das ist auch nicht so eine schwere Einkaufsliste hier. Schmierstoff.
Schmieri-Stoff. Da muss ich, glaube ich, nochmal sammeln gehen. Aber ich glaube, das schaffe ich noch hier von da ein bisschen zu sammeln. Ach, davon habe ich auch noch viele daheim. Habe ich vergessen. Ich wusste gerade nicht mehr, wie die Dinger aussehen und habe einfach geraten. So. Oh. Voll gut, dass diese Dinger immer blinken. Und ich weiß, dass ich mir Bojen bauen kann, um mir bestimmte Orte zu markieren, aber das brauche ich ja noch nicht. Schmierstoff 1. Schmierstoff 2. In einer halben Stunde reicht mal echt gut was in dem Spiel immer. So. Alter, seid ihr bereit? Für das Megamobil? Mit dem wir dann beim nächsten Mal rumcruisen natürlich. Dann können wir beim nächsten Mal zur Aurora gehen, dahinter. Und die reparieren. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Zeug gesammelt. Das ist sowas wie eine mobile Basis. Ich glaube, ich kann die Seemotte sogar reinpacken. Also so andocken da hinten. Alter, schaut mal, meine eigene Yacht. Ich habe sie mir erbaut. Hey, nicht so tief fallen. So, dich will ich übrigens aufsammeln. Klettern. Ich bin noch drauf. So. Wo geht's hier rein? Da unten. Guck mal, ich habe sogar eine Bedienungsanleitung. Alter, bist du ein Monstrum an Schiff. Welcome aboard, Captain. Alter! Welcome aboard, Captain! Alter, hier mein Vernichtungsschiff. Alter, hier mein fetter Generator. Erstmal die Türen hier schließen. Keine Seemotte angedockt. Ach, cool. Leute! Submarine Edit, click to edit. Die MS Zimbel. Submarine Color. Base. Alter, was? Nee, oder? Alter, was nehmen wir? Achso, wir machen es einfach wie, warte. Heller, heller, heller. Genau, genau. Oh, perfekt. Bisschen grauer noch, ein bisschen mehr lila, so. Streifen 2 machen wir einfach mal schwarz. Richtig krass. Und Name? Man kann die Namensfarbe auch noch einstellen. Machen wir weiß. Dann. Sag mir jetzt nicht, das Schiff ist jetzt. Alter Leute, schaut mal, das ist die MS Zimbel. Dass man die einfärben kann, macht sie noch 100-mal besser. Oh, Entschuldigung, Seemotte. Warte, das machen wir jetzt aber noch. Guck mal, jetzt ist da die Seemotte unten und wird aufgeladen. Und ich bin irgendwie gerade... Bin gerade sehr merkwürdig gelaufen. Leute! Ach! Bipup, bipup, bipup! Alles klar, Captain. U-Boot steuern. Eieiei. Ich habe voll Angst, das Ding zu manövrieren. Das ist doch so ein Brocken. Kann ich die mal umdrehen? So. Ich sehe irgendwie alle Objekte durch die Welt. Ach so, die hat so einen Scanner wahrscheinlich, mit dem sie Sachen durch Wände sieht. Nehme ich an, oder? Es glitscht einfach nur rum. So. Okay, die MS Zimbel ist geparkt. Ach Leute, ich bin so glücklich. So, wir tauchen hier raus. Hier haben wir sie, die MS Zimbel. Mein stolzes Werk von dem ganzen Part. An den letzten ganzen Parts. Seht ihr die Details, die Liebe, die in diesem Schiff steckt? Ich schon.
Das ist cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei der MS-Zimbel. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hatte Spaß. Ach, ich habe ein U-Boot. Wir sehen uns beim nächsten Mal.